Mein Name ist Markus Westhoff. Ich bin der Eigentümer der Westhoff Agrar GmbH und führe das elterliche Unternehmen aus Riedberg weiter, welches seit 1964 besteht. Wir sind hier in Vorpommern und wollen euch heute die neueste Errungenschaft hier vorstellen, und zwar einen Class Lexion 7700, eine sogenannte Vorserie, die jetzt ab nächstes Jahr offiziell zu kaufen gibt. Und ja, ich bin hier mit einem Kollegen aus Hasewinkel, der Moritz Kraft, vom Betrieb, einmal der Mirko und einmal der Tom. Der Mirko fährt das Getreide in die nahegelegene Halle und Tom fährt den bezaubernden Xerion mit dem Überladewagen. Ja, mein Name ist Moritz Kraft. Ich verantworte für die Firma Klaas das Produktmanagement für den Mähdrescher im deutschen Markt. Ich bin heute zu Gast bei Markus und der Vorserie Lexion 7700. Wir stellen zur nächsten Getreideernte 2023 die neue Lexion-Generation vor, haben die Baureihe nochmal in vielen Teilen überarbeitet. Und was wir genau gemacht haben, das zeigen wir euch gleich an der Maschine nochmal im Detail. Ja, und zwar habe ich mich für diese Maschine entschieden mit den besonderen Ausstattungsmerkmalen, wie diesen vierrilligen Antrieb, also Antrieb XXL, den es eigentlich exklusiv nur für Amerika gibt, da wir 16 Reich Maisdreschen mit 12 Meter Arbeitsbreite. Und ja, diese Maschine drischt über 1000 Hektar Getreide. Zusätzlich kommen noch mal Sonnenblumen und vor allem Mais, Körnermais, so dass wir auf eine Auslastung kommen von ca. 800 Betriebsstunden, 850 und so 2500 Hektar bis 2700 Hektar Auslastung pro Jahr dieser Maschine. Ja, aufgrund der hohen Durchsätze, die Markus Westhoff mit dem Mähdrescher fährt, auch gerade im Herbst, die hohen Druschleistungen, stellt das natürlich besondere Herausforderungen an den Mähdrescher. Deshalb haben wir die Maschine mit besonderen Ausstattungsmerkmalen ausgestattet. Zum einen der große Vorsatzantrieb, der mit hohen Drehzahlen arbeitet, um wirklich hohe Kräfte nach vorne zu übertragen, um die großen Vorsätze auch sauber betreiben zu können. Zum anderen ist es aber auch eine Zentralschmieranlage, die gerade bei den hohen Stundenleistungen wichtig ist, um die Wartungszeit zu verkürzen in der doch sehr, sehr anstrengenden und zeitintensiven Ernte. Ja, wir haben uns bewusst für den 7700 entschieden, weil ich ein Freund des schmalen Chassis bin. Bin aber auch somit gegen den Trend gegangen und habe gesagt, ich möchte ein 1230, also ein 40,5 Fuß Conveo-Schneidwerk haben, weil ich finde, dass die Maschine das kann. Und wir haben zwei Maschinen mit schmalen Chassis laufen, beide mit 12 Meter, und sind somit auch sehr zufrieden und funktioniert auch sehr gut. Wesentliche Änderung der neuen Lexion-Baureihe ist die neue Kabine. Diese haben wir letztes Jahr auf dem geführt. Sie hat mehr Platz als die Vorgängerkabine. Man hat eine bessere Übersicht. Es fallen markant auf die neuen Spiegel. Das Raumangebot ist größer geworden. Wird uns Markus ja auch noch ein bisschen was zu zeigen. Das ist die neue Kabine und sie ist wesentlich geräumiger als die Vorgängerkabine, die ist tiefer. Wir haben auch hier schön zu sehen die neuen Fußrasten zum Füße lang machen und abstellen, das ist recht angenehm. Dann haben wir den neuen Himmel, der schlicht hell gehalten ist, die neue Bedienung, die neue Klimaautomatik. Dann haben wir hier noch das alte sogenannte Kühlfach. Ne? Was sonst oben rechts war, das ist jetzt oben links. Ja, Kabine hat auch einen neuen Kabinenfilter bekommen. Das heißt, die Luft wird nochmal zusätzlich gereinigt. Dann haben wir die neue Bestuhlung. Das ist der neue Ledersitz von Sears. Der ist belüftet.
mit Vibration und Lüftung und Heizung. Dann haben wir hier den neuen Kühlschrank. Ne? Ist auch etwas geräumiger geworden. Ja. Bedienung ist altbekannt. Lenkrad ist jetzt auf Wunsch auch aus Leder. Habe ich auch so bestellt. War ein bisschen hübscher. Soweit erstmal zum Thema Innenkabine. Dann haben wir neue Außenspiegel. Man kann den obersten Spiegel und den mittlersten Spiegel elektrisch verstellen. Die Kontaktentleerung. Wir haben auch das große Entleerrohr, gefällt mir sehr gut, weil der Kontang ist auch binnen einer Minute leer oder etwas über eine Minute. Ein recht schwachen Standort mit wenig Niederschlag. Die Fläche hat hier 78 Hektar und der Ertrag ist, ja, der schwankt zwischen 4 Tonnen und an ein paar Stellen haben wir auch mal 10 Tonnen, aber das ist im Schnitt, kommen wir, denke ich mal, bei 6,5 Tonnen raus hier auf der Fläche. Der Korntank fasst 13.500 Liter. Lenksystem Trimble.
Besonders in den Vorserien wünschen wir uns natürlich Kunden, die sehr, sehr viele Stunden auf die Maschinen fahren, sehr, sehr viel Erfahrung sammeln, damit wir im Werk auch ein gutes Feedback bekommen. Und zusammen mit Markus haben wir uns für einige weitere Ausstattungsmerkmale entschieden, wie zum Beispiel die 180 Liter Korntankentleerung, um die hohen Tonnagen, die hier geerntet werden, auch schnell entleeren zu können. Das ist aber auch eine 40 km/h. Die Maschine ist mit dem sogenannten HP-Kanal ausgestattet. Zum einen ist er für die hohen Traglasten geeignet, zum zweiten kann er über den Hydraulikzylinder den Schnittwinkel aus der Kabine verstellen, um somit eben auf gewisse Bedingungen reagieren zu können. 65% Korntankvolumen. Und da wir kurz vorm Ende sind des Feldes, machen wir noch mal eben einmal kurz leer. Ich habe die Kamera hinten jetzt an, da kann man sehen, der kommt jetzt angefahren. Jetzt kommt Tom, da winkt er. Da winkt er.
Jo. Ja, hier sehen wir den Motor vom 7700. Das ist ein MAN D26, neueste Motorgeneration, Abgasstufe 5. Wird hier betrieben auf der Maschine mit 550 PS und sorgt hier für ein gutes Drehmomentverhalten und den passenden Vorschub. Und ist in der Kampfklasse, denke ich, genau richtig hier an der Stelle. 12,4 Liter Hubraum erzeugen hier ein unheimliches Standvermögen. Durch die Ansaugung von oben ziehen wir natürlich generell wenig Staub an. Der Lüfter unten drunter zieht den Staub durch den Kühler und bläst ihn dann seitlich wieder weg. Heißt, es entsteht auch eine Art Vorhang und somit wird dieser Bereich hier oben sehr, sehr staubfrei gehalten. Hier sehen wir den Kraftstoffkühler und unter dem Deckel, der groß ist, der Klimakühler.